Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mass Effect Andromeda Guide von RPG Guides. Ich bin Pandur und ich möchte euch in diesem Video ganz kurz mal einen kleinen Forschungsdaten-Glitch im Spiel zeigen. Ihr könnt es am Bildmaterial wahrscheinlich schon erkennen. Der einzige Glitch, der mir soweit bekannt ist bezüglich Forschungsdaten, ist über das Einsatzteams, also Strike Teams Menü möglich. Die Einsatzteams sind das einzige Online-Feature und die sind spielstandunabhängig. Das heißt, egal was für einen Spielstand ihr ladet, ihr bekommt immer den aktuellsten Stand, der aus dem Internet heruntergeladen wird. Entsprechend braucht ihr auch eine Internetverbindung hierfür. Und das ist auch der Grund, warum das System so langsam reagiert und dieser Glitch überhaupt erst möglich ist. Das soll aber gleichermaßen heißen, dass ihr nicht einen Spielstand wieder neu laden könnt, wenn dabei was schiefgegangen ist. Das erste, was ihr machen müsst, ist eine Forschungsdatenbox zu bekommen. Ob Gold, Silber oder Bronze ist egal, die bestimmt nur, wie viele Forschungsdaten ihr rausbekommt. Wenn ihr gerade keine habt, dann geht mal die aktuellen Missionen durch und guckt unter der Belohnung, ob ihr da eine Forschungsdatenbox findet. Wenn ja, dann geht den Auftrag als nächstes an, damit diese in eurer Belohnungsliste auftaucht. Und außerdem braucht ihr natürlich noch andere Belohnungen. Also Belohnungen, die ihr eigentlich nicht haben möchtet. Denn wir produzieren hier nichts, wir verändern nur die Belohnung. Was ihr jetzt effektiv machen müsst, ist den Leck ausnutzen, der entsteht, wenn ihr so eine Box aufmacht. Ihr öffnet quasi irgendeine beliebige Box und bewegt den Pointer, bzw. die Auswahl im Menü dann auf die Forschungsdatenbox. Im Endeffekt wird die Box geöffnet, die ihr angeklickt habt, aber ihr erhaltet die Belohnung von der, worauf sich der Cursor befindet, also den Forschungsdaten. Und eure eigentliche Forschungsdatenbox wird somit nicht geöffnet. Auf den Spielekonsolen funktioniert das ein bisschen problemloser, weil die ja nur über das Joypad steuern. Wenn ihr am PC spielt, müsst ihr das Ganze mit der Tastatur machen und könnt nicht einfach mit dem Pointer mit der Maus klicken. Ihr müsstet also die Cursor-Tasten benutzen, um auf das Richtige zu gehen. Wenn ihr einfach nur die Maus drüber bewegt, passiert da nichts. Also ihr könnt wohl das falsche Objekt mit der Maus anklicken, müsst dann aber mit den Cursor-Tasten auf das richtige Forschungsdaten-Objekt draufgehen. Und das war schon wieder für dieses Video. So einfach könnt ihr zusätzliche Forschungsdaten bekommen. Falls ihr also gerade ganz erpicht darauf seid, eine besondere Waffe herzustellen und euch dafür Forschungsdaten fehlen, dann könnt ihr den Trick jetzt anwenden. Ach ja, ich sollte der Fairness halber erwähnen, dass ich mich hier gerade in dem Patchstand des Day One Patches befinde. Ich weiß nicht, ob dieser Glitch auch noch funktionieren wird, wenn heute Abend der 1.05 Patch erscheint. Aber ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es dann noch klappt und verabschiede mich an dieser Stelle bis zum nächsten Video. Macht's gut!